Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir reagieren heute auf das neue Video von Jules. Das Ganze war sehr, sehr witzig. Er hat an dem Seed gesnifft. Digga, warum hat er an dem Seed gesnifft? Warte mal, saß da vor. Euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß. Würdest du sagen, mit dem Video. Die 20K haben sich für Amerika. Seitdem wir Menschen existieren, versuchen wir Dinge so schnell wie möglich zu machen, um in dem, was wir tun, besser als jeder andere zu werden. Dem schnelleren Fortbewegen, um den Alltag zu meistern. In dem so schnell wie möglich sterben, indem man Berge ohne Seil hochklettert. Oder der Krieg aus 1886, bei dem die 1994. Briten gegen die Sansibaren kämpften und sich nach ganzen 38 Minuten dazu entschieden, den Krieg wieder zu beenden. Wow, Leute, neuer Weltrekord! Doch Jahre später mit dem Zeitalter des Internets sollte all dies in klebrigen Tastaturen und offenen Chipspackungen gebündelt. Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist halt, ne? Ich werde mir irgendeine neue kaufen oder halt die sauber machen. Digga, das war der Überkracher, ne? Als Tamino und meine Berlin-Jungs hier waren, meinte Tamino so zu mir, bist du dir sicher, dass man die noch sauber machen kann? Bro, so schlimm ist es nicht. Wir sind nicht auf einem Level angekommen, wo man sie nicht mehr sauber machen kann. Man kann sie noch sauber machen, okay? Mit der Erfindung vom Speedrunning, der Kunst, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. 1993, kurz vor Weihnachten, der Shooter mit dem Namen Doom kommt raus. Das Spiel ist so unglaublich klein, dass es ausnahmslos auf jedem Gerät läuft. It's 2 fucking megabytes. Doom funktioniert nicht nur auf normalen Computern, so wie jeder ein Zuhause hat. Nein, Doom funktioniert auch auf einem Drucker, einer Kamera, sogar auf einem Bankautomat, einem Taschenrechner, der von Kartoffeln angetrieben wird, einem Schwangerschaftstest. Schatz, du bist nicht schwanger, du bist Doom. Oh mein Gott. Doom spielen innerhalb von Doom. Doom steuern mit Hilfe von einem Klavier. Doom steuern mit dem Autogaspedal, während man mit der Hupe im Spiel Gegner erschießen kann. Okay, zurück zu Weihnachten. Oh mein Gott, Junge, was eine Scheiße. Das Spiel ist ein voller Erfolg und gefühlt jeder hat Doom zu Hause. Was man jedoch nicht machen kann, ist zusammen mit seinen Freunden spielen. Was macht man also? Legit jedes Nintendo-Game. Ich hasse es. Wenn es keinen Multiplayer gibt. Richtig. Du versuchst das Spiel schneller durchzuspielen als deine Freunde. Und da es 1993 noch kein YouTube gab, um seine Runs hochzuladen, schickte man sich gegenseitig kleine Dateien über das Internet, in denen die Tasteninputs gespeichert waren und konnte somit die Spielabläufe von seinen Freunden bei sich abspielen und zu gucken, wie sie das Level durchgespielt haben. Verdammt, er war schneller! Daraufhin bildeten sich im Internet kleinere Gemeinschaften, die gegeneinander Doom spielten, um einfach nur zu gucken, wer schneller ist. Und zack, Speedrunning war geboren. Funktionieren so Babys, dass ein Blitz auf eine Vagina einschlägt und dann kommt ein Baby raus? In diesen Communities konnte man sich bestimmte Ränge verdienen, indem man ein Examen... Ich dachte mit 6. ...einreichte, das zeigte, dass man ein Level in einer bestimmten Zeit abschließen konnte. Dann wurde ein Doom-Archiv gegründet, wo die besten Zeiten dokumentiert wurden und je mehr Spiele über die nächsten Jahre dann rauskamen, desto mehr Archive wurden erstellt. Was schlussendlich dafür sorgte, dass 2004 eine universelle Seite für alle Spiele, wie zum Beispiel Quake, Metroid Prime oder Zelda Ocarina of Time, in der man die besten so Speedruns einsehen konnte, so erstellt nice. Worden ist. Nochmal 10 Jahre später und Zelda Ocarina of Time ist mittlerweile in 18 Minuten durchspielbar, indem man sich mithilfe einer Wasserflasche vom ersten Dungeon zum Endboss teleportiert. Bei Half-Life werden jegliche Gesetze der Physik gebrochen. Ey, bei Zelda macht man doch diesen, wie heißt diese Art Glitch? Dass man so bestimmte Inputs macht und dann codet man so gefühlt das Game neu um und dann ist auf einmal die nächste Tür ein anderer Teleport. Wie heißt das? Das hat einen Namen. Arbitrary Code Execution. Ja, das ist es. Ich hab's niemals richtig ausgesprochen und keiner im Chat hat eine Ahnung, was es ist, aber das ist es. Und die Doom-Rekorder aus den 90ern wurden bis ins kleinste Detail perfektioniert. Und diese neue Plattform namens Twitch bekommt gerade den Boom ihres Lebens. Und Speedrunner fangen an, ihre Runs live vor Tausenden an Zuschauern zu spielen, was somit Holy shit, VRChat! Auch die goldenen Tage vom Speedrunning einläutete. Und irgendein Nerd mit 10 seiner Kumpels dachte sich zu der Zeit, komm, wir gehen zu meiner Mutter nach Hause, die wird schon nicht nerven. Und spielen ganz viele Spiele live vor Kamera auf Twitch durch. Und so entstand die mittlerweile größte Speedrun-Veranstaltung namens Awesome Games Done Quick. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich tue das sehr, sehr gerne. Nun, die Speedruns sind unterhaltsam anzuschauen, aber Gamers sind halt eben Gamer. Die Kampfspiel-Community hat beispielsweise einen sehr besonderen Ruf von sich gegenseitig verprügeln, also in Real Life. Und bis hin zu Leuten, die sehr salty die Halle verlassen, nachdem sie kurz vorm Tod vor hunderten Leuten geteabagged wurden. I absolutely agree. That's a controller break. That's unfortunate. And it's good!
Und selbes gilt halt eben für die Speedrun-Community, nur mit ein bisschen weniger Testosteron. Wir haben einmal diesen jungen Herrn hier, der wirkt wie ein NPC, der von seiner normalen Route abgekommen ist. Das Mädchen, was mitten im Stream anfängt zu weinen und ihre Lebensgeschichte erzählt, konstant unterbrochen von lautem... Oh mein Gott, das habe ich vollkommen vergessen, Bro. Oh mein Gott, das habe ich vollkommen vergessen. Oh nein, was ist da passiert, Chat? Hat er seine Arschcrack gezeigt? Der legendäre Seed-Sniffer. Bis heute werden deine... Ach so, er hat einem Seed gesnifft? Ach so, ich dachte, er hat sich so weit runtergelehnt, dass man seinen Arsch gesehen hat. Bro, das habe ich gar nicht gecheckt. Digga, warum hat er an dem Seed gesnifft? Warte mal, saß da... Der legendäre Seed-Sniffer. Bis heute werden in den Kommentaren zahlreiche Theorien darüber aufgestellt, ob der mysteriöse Stuhlschnüffler nur etwas aufgehoben hat oder ob das eine klar geplante Operation war. Warum kommt dein Typ danach und deppt? Warum ist das die gleiche Stelle, an der der NPC von davor lang gelaufen ist? Ist das etwa ein zusammenhängender Nebenquest? Sind wir alle eigentlich nur NPCs in der Welt vom Stuhlschnüffler? So viele offene Fragen. Andere Stuhlschnüffler in den Kommentaren behaupten, etwas absichtlich fallen zu lassen, sei eine beliebte Strategie. Er hat gebetet. Okay, abseits davon sorgten diese Events für einen immer größeren Ansturm darauf, Spiele schnell durchzuspielen. Immer mehr Weltrekorde, die gebrochen wurden. Immer mehr Leute, die ihr Können live zur Schau stellten. Doch wie optimiert man einen Run? Wie schafft man es, das Maximum aus einem Spiel rauszuholen, um der zu sein, der den nächsten Weltrekord bricht? Ich find's geil, wie manche Leute einfach in so manchen Games so viel Zeit wasten, basically ihr komplettes Leben. Jede Sekunde, die sie haben, das ist dann nicht mal monetär irgendwie nutzbar. Checkt ihr, was ich meine? So jemand wie Simply oder so hat jetzt ein Living daraus gemacht. Aber so, es gibt Leute, die spielen einfach Private Speedruns. Den ganzen Tag. Wollte nur mitteilen, dass du mich... Aber wenn es Spaß macht, ja, safe. Bro, Speedrunning ist awesome. So war es nicht gemeint. Aber ich find's crazy, dass Leute sich so viel Zeit nehmen. Also, weil ich würde jetzt auch nicht so viel den ganzen Tag zocken, wenn ich... Ja, wohl. Lass einfach weiter gucken. Indem man sie findet. Tricks, Abkürzungen, Routen und Glitches im Spiel. Die Schätze, die in jedem Code versteckt sind. Und genau dadurch begann die Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Okay, stellt euch vor, alle Spiele zusammen ergeben eine riesige Höhle. In dieser Höhle ist jedes einzelne Spiel ein neuer Minenschacht. Speedrunner betreten diese Höhle Tag zu Tag, um neue Sachen über das Spiel herauszufinden. In diesen Minen lässt sich das Gold finden, der nächste Trick oder Glitch, mit dem sich das Spiel noch ein bisschen schneller durchspielen lässt. Sehr wertvoll. Mal ist es eine kleine Abkürzung, um noch ein paar Sekunden zu sparen. Manchmal ist es ein neuer Glitch, um sich noch schneller fortzubewegen. Und manchmal ist die Entdeckung so groß, dass der Fund sogar ganze Schlagzeilen in den Medien macht und kurzzeitig alle Aufmerksamkeit auf Boah, das muss so komisch sein, wenn man so einen neuen Glitch findet, oder so geil auch, wenn man so einen neuen Glitch findet, der für so Speedrunning überwichtig ist und dann so das komplett revolutioniert. Ein Kind von dir! Alle Funde werden archiviert und gespeichert. Man erstellt Excel-Tabellen. Ich meine, wie hat sich der Typ gefühlt, der als erstes den BLJ in Mario rausgefunden hat? Wisst ihr, dieses ja, brumm, dieses... Ihr checkt schon, dieses halt. Ah, ihr war das? Ah, okay, shit. Hab alle SM64-Glitches gefunden. Ich habe rausgefunden, dass du für 5 Minuten getimeoutet bist. Und kommt ein neues Spiel mal raus, wird ein neuer Minenschacht eröffnet und der Vorgang wiederholt sich. Manche Höhlen wie Super Mario 64 sind bereits so groß und erforscht, dass das meiste Gold wahrscheinlich bereits gefunden wurde. Und die Höhlen wurden über die Jahre größer, die Speedruns wurden schneller und die Community um das Spiel herum wuchs. Und nun lasst uns mal schauen, was 30 Jahre Graben so hervorgebracht haben. Der wahrscheinlich bekannteste Speedrun-Move ist der BLJ. Zwei Mexikaner entdeckten im Jahr 2000, dass man die eigentlich unendliche Treppe in Mario 64, für die man eigentlich 70... Actually ist es falsch. Der BLJ war schon das erste Mal in so einem Tippsheft zu sehen in 1997 im Jahr des Releases oder 96. Hier ist actually ein Fehler. Naja. Sterne braucht, was sehr viel früher passieren kann, indem man durch einen Glitch mit Highspeed nach hinten springt. Mario kann damit gefühlte Schallgeschwindigkeit erreichen und der Glitch wird in fast jedem Speedrun heutzutage verwendet. You never do this! Oh mein Gott, fucking Mistkiff. Generell versucht man in Speedruns sein Movement so gut wie möglich zu optimieren. Ey, dass Mistkiff es in ein Speedrun-Video geschafft hat, ist fucking frech. Der Typ ist so Arsch, Mann. Sei es das Bunny-Hopping in Half-Life, bei dem man durch richtiges Laufen immer schneller wird, auch übrigens rückwärts möglich. Was ist eigentlich Gravitation? Sich mit Hilfe vom Springen auf Items nach oben bewegen. Der Super-Slide in Zelda, bei dem man mit Hilfe einer Bombe durch die Welt sliden kann. Das Massakrieren seines Controllers in Wind Waker, um jegliche Schwimmrekorde zu brechen.
Das simple Wallrunning in Doom. Man ist schneller, wenn man an der Wand läuft. Das sich selber boosten durch Raketen in zum Beispiel Quake oder der berühmte Horse Tilt in Skyrim. Anstatt dich durch die erste Höhle zu kämpfen, die halbe Welt zu durchqueren und schlussendlich mit letzter Kraft nach 3 Stunden Weißlauf zu erreichen, kannst du auch einfach im richtigen Zeitpunkt von einem schräg aufgestellten Pferd springen. Hey, da fliegt ein Mann in der Luft! Pferde in Skyrim sind... Bro, ich hab Skyrim nie gespielt, Mann. Ey, ist so schade. Ich hab das Gefühl, ich hab da übelst was verpasst. Eher ein bisschen cursed und kannst zum Beispiel Berge hochlaufen, genauso wie in Real Life. It is a flying horse. Dann gibt es Methoden, um große Teile vom Spiel zu überspringen. Der Zip in Elden Ring, bei dem man blockend im richtigen Moment nach vorne gehen muss und dann extrem weit geradeaus teleportiert wird. Respekt, Kakarot. Du bist echt nicht übel. Und so lässt sich das 100-Stunden-Spiel, wo Entwickler ganze Jahre dran gearbeitet haben, in ganze 4 Minuten durchspielen. Wait, in Outlast kann man einfach 90% vom Spiel skippen, indem man einfach nur an der richtigen Stelle über einen Busch in den Abgrund springt. Was? Und dann gibt es noch das Credit Warp, bei dem man das Spiel durch eine Vielzahl an Glitches so manipuliert, dass man sofort bei den Credits landet. In Super Mario muss man unter anderem einen Feuerball schießen und dann von Yoshi auf einen Coin springen und zack, die Credits zu laufen. Yes! Bro, das ist das, was ich meine. Das ist dieses, dass man das Game irgendwie so... Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Aber das ist... Wie? Dasselbe ist passiert in Zelda. Man muss nur ganz viel komisches Zeug im Wald machen, einen unsichtbaren Topf hinlegen und das Spiel ist vorbei. 3 Minuten 52. Und in Pokémon muss man sich einfach durch das unsichtbare Inventar glitschen, wählt das Item J aus und du hast das Spiel erfolgreich durchgespielt. Und genau aus diesem Grund gehe ich einfach niemals ohne unsichtbarem Inventar aus dem Haus. Dann gibt es noch die Methode, bei der man sich durch verschiedene Wände backt, um frühzeitig Gebiete zu erreichen oder sogar ganze Passagen vom Spiel überspringen kann. Sei es das einfache Wallclipping in Wände rein oder das Entlanglaufen außerhalb der Map, um ganze Abschnitte zu überspringen. Vor ein paar Jahren hat ein Spieler mal durch Zufall herausgefunden, dass Link in Twilight Princess, wenn er Rupien anstarrt, sich jede Minute ein kleines Stück nach hinten bewegt. Heißt also, sollte man zufällig vor einer Wand stehen und dann 17 Stunden absolut gar nichts machen, schafft man es, eine ganze Passage zu überspringen. Spieler gehen in diesen 17 Stunden schlafen. Epic Gamer Moment. In Mario Kart funktionieren die Shortcuts ein wenig anders. Man versucht nicht einfach schnell durch die Strecke zu fahren, sondern frühere Checkpoints auf der Map zu erreichen, damit das Spiel denkt, man wäre bereits die ganze Strecke bis dahin gefahren. Und das, ohne die Linie zu erreichen, bei der das Spiel sieht, dass du einfach nur wie ein Loop zurückgefahren bist. Bei Varios Goldmine springt man dafür auf ein Rohr. Incredible. Und bei der Mario Kart Wii Vulkan Map springt man auf den Hügel, fährt einmal drumherum und hat eine Runde abgeschlossen. Digga, und der Shortcut so bei der Regenbogenstrecke ist so unglaublich schwer, dass es Jahre gebraucht hat, dass ein Mensch den überhaupt das erste Mal schaffen konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Guys, I did it. Und dann gibt es noch diese... Oh mein Gott, Guys, I did it. ...großen Funde, die heiligen Grale vom Speedrun. In Zelda Wind Waker gibt es eine Barriere. Digga, das muss ich so crazy anfühlen. Stell dir vor, also ich glaube, das hatte so eine richtig low percentage, dass man das schafft. Und dann musste man das aber 3-mal in a row schaffen. Und stell dir vor, du bist der Typ, der das 3-mal in a row geschafft hat. Nicht 3-mal, das war 1-mal. Oh, hat 3-mal in a row noch niemand geschafft? Ey, ich dachte, wait, dann ist das vielleicht eine andere Map. Aber irgendwo hat es jemand 2- oder 3-mal geschafft. Leute haben ein $1,200 Kopfgeld ausgesetzt für den, der herausfindet, wie man diese Barriere überspringt. Man kann sich nicht über die Wand glitschen. Man kann auch mit keinem Bug unter der Wand hindurch. Und nach 10 Jahren konstantem Graben nach einer Lösung für diesen Skip ist Folgendes passiert. I did it! Und so konnte der Glitch nach einiger Zeit konstant in den Speedruns etabliert werden. And I'm gonna get an item slide going. Oh, there it is. First try. Was zum Fick ist passiert? Hey yo, what the fuck? Ein anderer Spieler speedrunnte mal Mario 64 und das hier ist passiert. What the? Da Mario 64 das meistgespeedrunteste Spiel ist, wurde auch hier ein $1,000 Kopfgeld ausgesetzt für den, der den Glitch reproduzieren kann. Immerhin wäre diese Entdeckung für Speedrunner gleichzusetzen mit der Entdeckung Amerikas. Nun, nach 8 Jahren schmerzvollem Forschen weiß man schließlich, dass an diesem Tag Folgendes passiert ist. Wenn Sterne in unserer Galaxie oder irgendwo in anderen weit entfernten Galaxien explodieren, entsteht kosmische Strahlung. Diese findet irgendwann in Form von ionisierender Energie ihren Weg in unsere Atmosphäre. Diese Partikel... Bro.
interagieren mit der Erde, oft mit elektronischen Geräten. Eines dieser Partikel interagierte beispielsweise 2003 mit einem Computer in Brüssel und gab einer Kandidatin bei den lokalen Wahlen 4000 mehr Stimmen, weil ein Wert im System durch den Partikel verändert wurde. Und ja, ihr ahnt es, selbes ist 2013 passiert, als der Super Mario 64-Spieler sich wegen willkürlicher Weltraumaktivität hochteleportieren konnte. Und dann wurden natürlich noch andere Nennt. Das ist true. Nein, was? Das nennt man Bitflip, das gibt es. Was zum was labert ihr, Chad? Wollt ihr mir sagen, dass kosmische Strahlung dann einfach in sein N64 reingeht und dann einfach den teleportiert hat? Bro, wo ist diese kosmische Strahlung, wenn ich ein fucking Speedrun-Turnier run? Wo ist da die kosmische Strahlung, die mich zum Ende teleportiert oder so? Du bist schon längst weg. Bro, du musst härter reacten. Ja, ja, sorry. Tobi13 auf YouTube ist schon längst weg. Sorry. Ja, Wilbo, schneid hier einfach nochmal unten irgendwie eine Seife rein oder so, die geschnitten wird. Prophet und Held gefeiert wird, dich aber durch einen Bug im Spiel konstant mit Nuklearwaffen bedroht und irgendwann anfängt, dein ganzes Land zu bombardieren, was ihn somit zum absolut gefürchteten Todbringer in der Community macht. Bro, was haben wir gerade verpasst, dass jetzt auf einmal Mahatma Gandhi hier irgendwie alle umbringt? Wir gehen nochmal ein Stück zurück, Bro. Und dann wurden natürlich noch andere nennenswerte Bugs gefunden, wie zum Beispiel Gandhi im Spiel Civilization, der in Real Life eigentlich relativ friedlich war und in Geschichtsbüchern als Prophet und Held gefeiert wird, dich aber durch einen Bug im Spiel konstant mit Nuklearwaffen bedroht und irgendwann anfängt, dein ganzes Land zu bombardieren, was ihn somit zum absolut gefürchteten Todbringer in der Community macht. Bombardier diese Nuttensöhne. Gandhi. Der berühmte Missing No Glitch in Pokémon. Bro, den kennt jeder, oder? Das hat jeder als Kind gemacht. Das war das Erste, was ich kennengelernt habe. Also so glitchmäßig. Mit Surfer hoch und runter schwimmen musste, Bro. Legendary. Oh, bei dem man an einer bestimmten Stelle legendary einer fehlenden Textur begegnen kann. Was und dann da durfte man den nicht fangen oder fighten, weil sonst ist das Spiel gecrashed und der Spielstand war für immer weg. Aber wenn du es richtig gemacht hast, dann ist das 7. Item, glaube ich, was du in deinem Inventar hast, ist auf 99, von egal wie viel du hattest, auf 99. Übrigens auch als ziemlich beliebtes Cosplay-Kostüm hinhält. Und schon mal gefragt, was passiert, wenn man ein Portal von zwei Portalen zerquetscht wird? Alles gut, Leute! Nichts passiert! Es gibt eine 1 zu 90.000 Chance, dass man in Mario Kart durch einen bestimmten Zaun klippen kann. In einem SpongeBob-Spiel läuft alles deutlich schneller, wenn die CD dreckig ist. Ich meine, man hätte doch einfach Staub nehmen können. Der Endboss in Two Worlds lässt sich in 2 Minuten besiegen, wenn man sich neben einen Dorfbewohner stellt und beide vom Feuerball des Endbosses getroffen werden. Die Dorfbewohner werden daraufhin ziemlich wütend und knüppeln den Endboss im Spiel vor deinen Augen einfach tot. Oh mein Gott, yes! Und wenn du nicht so viel Skill hast, dann kannst du dich bei den spezielleren Speedruns beweisen, wie zum Beispiel am schnellsten die Nippel von Mario entblößen. Oh, da habe ich mir schon mehrere Speedruns angeguckt. Sehr, sehr nice. There they are, the nipples. Sie selber mit einem blauen Panzer in Mario Kart treffen. Peter Griffin in Wiimaker nachstellen. Obama! Meme-Maker 44 Seconds! Sich in allen möglichen Spielen so zügig wie möglich irgendwo runterstürzen, um sich schnellstmöglich umzubringen. Den Seed Walrus in Minecraft eingeben und in unter einer Sekunde einen Diamanten bekommen. In China gebannt werden. Taiwan is a country. Tiananmen Square Master. Einen Burrito in unter 14 Sekunden machen. Yes, 13 Seconds, look at that. Ich habe alle diese Videos schon gesehen, Mann. Skyrim durch die Welt fliegen, den meistkrassesten NPC töten und ihn daraufhin teabaggen. Yo, what the fuck? Und wenn man auf der Suche nach einer wirklichen Challenge ist, begibt man sich in die dunkle und kalte Speedrun-Welt der Souls-Teile. Hier eine kleine Anekdote. God. Psychopath wäre das Speedrun, wirklich. Es gab im großen Reich von Elden Ring einmal einen mutigen Helden. Er brauchte zahlreiche Versuche, den allerschwersten Boss aus allen Souls-Spielen namens Malenia zu besiegen. Die stärksten Kämpfer und Krieger scheiterten an diesem Boss und brauchten teilweise Wochen, um ihn zu bezwingen. Bro, du spielst das Spiel nicht mal durch. Bro, shut the fuck up, alright? Das letzte Mal, wo ich es gezockt habe, habe ich erstmal 50% Viewcut getaked und hätte fast meinen Bildschirm eingeschlagen. Bro, fuck Elden Ring. Als er ihn schließlich bezwang, machte er es sich zur Aufgabe, diesen Bosskampf so gut zu studieren, dass er fortan problemlos anderen Abenteurern bei dem Boss helfen konnte. Und so zog er komplett nackt, nur mit einem Topf auf seinem Kopf und 2 Katanas in den Händen los, um anderen Spielern zu helfen. Vorausgesetzt, sie warten sitzend an der Seite und lassen den nackten Mann mit dem Topf auf dem Kopf den Boss ohne einen einzigen Treffer alleine besiegen. Der Name dieses Spielers hieß Let Me Solo Her. 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 Der Mann wurde zur Legende und prägte die Community so sehr, dass er bis heute mehr als 1000 Leuten dabei helfen konnte, den schwersten Boss aus allen Souls-Spielen zu besiegen. Und auf die Frage, warum er denn keine Rüstung tragen würde, sagte er nur, warum eine Rüstung tragen?
wenn man eh nicht getroffen wird. Man kann also festhalten, die Souls-Community hat ein, zwei Schrauben locker. Wie wär's mit Dark Souls mit einem Piano durchspielen? Gab's sich auch eine, die hat's mit Pad unten gespielt und gleichzeitig auch mit dem Controller oder irgendwie so? Dark Souls mit kabelgebundenen Bananen durchspielen. Ah, dieselbe? Ah, okay. Das ist der Last Time Speedrun. Come on! Ich hasse dieses Spiel. Alle Bosse in Dark Souls und das komplett blind. Monatelang komplett durchgrinden, um alle Souls-Spiele nacheinander ohne einen einzigen Treffer durchzuspielen. What the fuck? Natürlich kann man eine Speedrun sich auch cheaten. Entweder man schneidet einzelne Passagen zum perfekten Speedrun zusammen oder lässt einfach ein Video laufen, während man so tut, als würde man gleichzeitig selber spielen. Der Bro hier hat das so unglaublich schlecht gefaked mit Cola und Lavalampe. Epic Gamer here. Dass er zum ultimativen Running Joke in der Speedrun-Szene wurde. Oder man guckt bei blinden Speedruns einfach durch die Maske hindurch. Ein deutlich größerer Skandal der letzten Jahre war der Dream Minecraft Speedrun, bei dem... Nee, der hat einfach nur mega Lack. Wo bleibt Basti mit den Kartoffeln? In verschiedenen Runs zufälligerweise so viel Glück bei den Piglin-Jobs hatte, dass sich sogar Mathematiker mit der Frage beschäftigten, um herauszufinden, ob er gecheatet hat. Speedrunning Minecraft, Enderpearls, Blaze Rod. Und naja, Reddit hat mal wieder Reddit-Dinge gemacht und das Ganze endete in ganz schön viel Drama. Oh my goodness, you guys aren't gonna believe how many diamonds I found. Nope, das ist ganz schön viel Mathe, das werde ich mir nicht alles durchlesen. Die Zusammenfassung ist, A Dream hat entweder so viel Glück wie ein Lottogewinner, der 26.000 Mal nacheinander im Lotto gewinnt oder 15 Millionen Mal von einem Blitz getroffen wird. Oder er hat einen Minecraft-Mod installiert, der die Drop-Rate von Enderperlen hochschraubt. Dreams Antwort darauf war dann: Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Ja! Nach ganz langem Hin und Her und viel zu langen nervigen Statements gab er es dann endlich zu. Minecraft Speedruns sind generell eine Sparte für sich. Leute machen sich seit Jahren auf die Suche nach dem perfekten... Was hat der Dream gesagt? Irgendwie so, dass er noch irgendeine Mod installiert hatte von davor oder so? Sure, Bro. Seed, mit dem sich das Spiel am schnellsten durchspielen lässt. In einem Dorf spawnen, alle Betten mitnehmen. Direkt im Dorf in den Nether rein, dort ein neues Portal bauen, direkt im Portal rum spawnen, den Enderdrachen mit Betten massakrieren, 1 Minute 47. Test Vor allem in den letzten Jahren hat man einen enorm großen Ansturm auf Speedruns gesehen. Seien es die Wettrennen unter Streamern, die Randomizer-Runs auf YouTube oder die noch größeren... Nee, Test ist unter einer Minute. Ah, das war Setzit dann. Ja, 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 Setzit. Jeden Tag machen sich Leute auf den Weg in die tiefsten Höhlen der Speedrun-Welt und versuchen noch mehr aus den Spielen herauszuholen, nochmal einen neuen Rekord aufzustellen, der dann wahrscheinlich von wem anders wieder geschlagen wird. Die Speedrun-Szene ist so unglaublich bemerkenswert und gleichzeitig so sinnlos zugleich. Von Leuten, die versuchen, neue Rekorde aufzustellen in einem 20 Jahre alten Spiel, das kein einziger Mensch mehr spielt. Bis hin zu Gamern, die 4 Monate am Stück streamen, um einen Rekord zu brechen, der nach ein paar Wochen rein gar nichts mehr wert ist. 300 Stunden lange Speedruns, die gespielt werden, um etwas besser zu sein, was sonst eigentlich kein anderer Mensch auf der Welt macht. Am Ende des Tages bleibt Speedrunning die sich für immer wiederholende Sisyphus-Arbeit. Das ewige Hochrollen des Steines, der kurz vorm Ziel einfach wieder runterrollt. Und die ewige Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Look at the fucking pace! 50, 49, that's fucking right! My God, it might be 112. And it fucking is! It fucking is, baby! Like, how many fucking hours of my life I waste? Jetzt hängen wir wie Dr. Disrespect. Basically doing that bullshit. All I fucking do is waste my life away trying to get world records for a temporary goddamn high. That's the new world record. Alter, Simply, oder? Ah, nee, ist nicht Simply. Never mind. Doch, wait, war das Simply? Ah, doch, das ist Simply, never mind. Jeez, you're a legend! You are a legend, Oh, she's G. auch krass, she's auch krass. Stop! Ow! Yeah. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich hab absolut keine Ahnung, was da passiert ist. Was zum Fick ist passiert? I don't know. Oh, I should probably fucking quit this game. Look, I fucking put my head through my wall. What the fuck, Alter? Ja, Speedruns sind nice, man.